Hamburg ist bekanntlich das Tor zur Welt, aber man muss auch hindurchgehen. Und das tun wir hier am GIGA. Das GIGA forscht zu 4 Weltregionen: Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien. Und die Besonderheit besteht eben in der Integration sozialwissenschaftlicher Ansätze und einer profunden kulturwissenschaftlichen, historischen Landeskenntnis. Gemeinsame Strukturen und Mechanismen versuchen wir aufzudecken. Genauso versuchen wir zu erklären, warum es Unterschiede gibt. Industrialisierungsprozesse gehören zu den Faktoren, die die Länder reich gemacht haben, die heute reich sind. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit die heute armen Länder wachsen können, ohne denselben kohlenstoffintensiven Wachstumspfad einzuschlagen wie die heute reichen Länder. Was das GIGA kann, ist einerseits Handlungsempfehlungen geben, tatsächlich eben Politikberatung betreiben und auf der anderen Seite eben doch auch die Wissenschaft vorwärts bringen. Thema meiner Forschung ist im Besonderen China und die Frage, wie es das Einparteiensystem schafft, nicht militärisch, sondern durch Überzeugung, durch neue Formen des Regierens, die Bevölkerung zu gewinnen und das System stabil zu halten. Aufgrund der globalen Vernetzungen, der Interaktion, des Austausches zwischen den verschiedenen Regionen in Politik und Wirtschaft ist natürlich jede Veränderung in China auch eine Veränderung, die uns unmittelbar in Europa und Deutschland betrifft. Sozialwissenschaftliche Forschung ist wichtig, weil die Probleme dieser Welt keine technologischen sind. Sie sind primär soziale, wirtschaftliche und politische Probleme. Natürlich haben wir als GIGA auch eine Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit. Die nehmen wir auch sehr gerne wahr. Denn das motiviert uns natürlich, unsere eigene theoretische Forschung auf konkrete Fragen herunterzubrechen und in einen Dialog mit der Gesellschaft einzutreten. Wir versuchen beim GIGA-Forum Forschung greifbar zu machen. Ich muss meine Kinder auch erklären, was ich mache. Wenn ich sage, ich analysiere die Dreieckbeziehung zwischen Südamerika, China und den USA, dann fragt mein Sohn, Mama, wer gewinnt? Welches Land hat mehr Einfluss? Das Land muss gewinnen. Meine Tochter sagt dann, aber Mama, welches Land kümmert sich besser um die Tiere? Das Land muss gewinnen. Auch in der internationalen Politik haben wir diese Richtungen. Die einen sind mehr realistisch, die anderen idealistisch. Durch unsere Forschung am GIGA können wir dazu beitragen, praktische Lösungen zu finden. Wir sorgen dafür, dass politische Debatten rationaler geführt werden. Mit Support des GIGA kann ich viel mit meinen Kindern auf Feldforschung gehen. Wir waren schon in Australien, Brasilien, China, Argentinien. Wir forschen zusammen als Familie. Das ist etwas, das wir leben und lieben. Man muss sich immer wieder in Kontakt mit einer anderen Welt begeben, um sie beschreiben zu können. Wir sind keine Schreibtischtäter. Wir beurteilen in unserer GIGA-Forschung die Politik anderer Länder nicht aus normativen Vorurteilen und Maßstäben heraus, sondern versuchen zu dokumentieren, was wirklich vor Ort geschieht und arbeiten dabei eng mit Wissenschaftlern aus den verschiedenen Regionen und Staaten zusammen. Ich denke, gute politikwissenschaftliche Forschung ist vor allem dadurch ausgezeichnet, dass man unermüdlich immer wieder sich selbst hinterfragt, die eigene Arbeit, die eigenen Annahmen und somit erst die Forschung vorantreiben kann. Die Tatsache, dass man sich hier am GIGA mit Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzt und deren empirischen Befunden, die sie aus verschiedenen Teilen der Welt mitbringen, das zwingt einen dazu, die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen. Und das führt dann eben auch zu dem Weltblick.